So, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Feuer Road Edition. Wie immer, Schneef, oh, hilf mir bitte. Okay, der Paul hat es geschafft, durch den Bärenforst zu kommen und wir haben das Mädchen gefunden. So, da ist nämlich auch ein Hypno gegen Hypno und wir müssen das Hypno besiegen, weil wenn wir flüchten, dann würden wir halt zurückgehen und könnten wieder das Hypno angreifen. Und, ja, das wollen wir ja nicht, deswegen gehen wir jetzt mal lieber schnell hier das Hypno erledigen und dann hat sich die Sache auch. Gut, unsere Pokémon haben alle das Level schon über 40 erreicht, manche, das ist schon mal gut, weil wir kommen jetzt wahrscheinlich zum 8. Orden, so wie es aussieht, und wir haben jetzt die kleine Irmgard, heißt ja Irma, okay, Irma war es, Irma befreit, und ja, da ist sie, bitteschön, so, da ist sie auch wieder, und wir wollten auch einmal gerne den Meteorit abgeben. Den möchte ich nämlich gerne mal ihnen geben. So, dann kriegen wir den Mondstein von Irmas Vater. Und ja, das war jetzt eigentlich nur die Aufgabe, die wir auf dem Island oder Islands übernehmen sollten. Haben wir jetzt auch getan. Ich gehe nochmal eben schnell heilen und dann geht es wieder ab nach Island 1. Da müssen wir nämlich mal Bescheid sagen. Ja, ey, weißt du was hier? Wir haben es, ne? Gepackt. Wir haben es gepackt. Die Meteoriten eben schnell abgeben hier. So, und zurück. Ab geht's, Island 1. Ey, so. Denn die warten wahrscheinlich schon auf uns. So, wohin wollen wir nach Island 1? Na klar. Erstmal nochmal rumfahren. So, Mustard, so Mustard. Und dann einmal nochmal hier hoch. Zu der guten alten Meisters. Und da warten sie auch schon auf uns. Hallo, wir sind wieder da. Was hat dich aufgehalten? Ja, wir haben es geschafft. Wir mussten noch hier ein bisschen so ein Mädchen finden. Und ja, hier. Fertig. Getan, wir können zurück nach Kanto. Sauber. Das ist kein Problem. Machen wir gerne. Und jetzt geht es wieder ab zurück. Das ist schon mal nice. Da können wir nämlich endlich weitermachen. Zum 8. Orden gehen. Geheilt habe ich ja jetzt. So, der ist jetzt auch weg und das Gute ist, wir können ja Gott sei Dank fliegen. Dann fliegen wir jetzt mal nach Britannia City. Denn der Arena-Leiter ist ja wieder da, ne? Der Arena-Leiter hat die Arena betreten. Boah, ey, diese scheiß Select-Taste hier auf dem Controller, ey. So, dann sprechen wir einmal kurz mit dem, der sagt ja jetzt, der Arena-Leiter von Britannia City ist zurück. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. So, ich gehe hier immer meinen Weg erstmal. Da gehe ich so lang so und muss dann eigentlich nur zwei Trainer besiegen. Da bin ich schon beim Arena-Leiter. Das werde ich auch tun. Ich könnte auch rein theoretisch alle jetzt trainieren hier noch. Aber wir können uns ja es ein bisschen schwieriger machen, ne? So, links ist vorne. Unser Hypno. Und eine Psychokinese macht halben Damage. Wow, eine Kopfnuss hat mit Volltreffer unnormal viel Damage gerissen. Das ist ja heftig. Heftig. Gut, aber das Knogger haben wir besiegt. Dann kommt jetzt Nidorina. Ja, da können wir auch bei Hypno bleiben. Da ist eine Hypnose doch richtig nice. Das ist nämlich sehr effektiv auf Nidorina, weil es von Typ Gift ist. Und da können wir mal eben was rausballern. Nice. So, und na, fast 42. Oh, Nidokina, können wir auch direkt mal drinnen bleiben. Das sieht doch schon mal wunderbar aus. So, ich hoffe mal. Okay, ne. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir das irgendwie gewonnen hätten. Na, ja, vielleicht auf 45 oder 46 vielleicht. Oder wenn wir einen Gedankengut nur eingesetzt hätten, keine Ahnung. Hätten wir halt auf jeden Fall geschafft, würde ich sagen. Na gut, aber 42 haben wir erreicht. Sauber. Und jetzt kommt wieder ein Knogger, da wechsle ich zu Aquana. So, zack, los. Aquana ist auch schon fast auf 42. Also es läuft. Es läuft so langsam. Und da setzt man natürlich Surfer ein. Babam bei der Boom.
Geil. Schön down direkt. So muss das. So, dann kommt nochmal Rihorn. Da können wir auch direkt mal drinnen bleiben. Und der obere gleich, gegen den wir als nächstes kämpfen, der hat, glaube ich, Mashok. Oder Machomai schon, wenn ich mich nicht irre. Können wir ja jetzt gleich auf Aerodactyl eben wechseln. Ist ja kein Problem. So, wir kriegen 1000. Oh, fast das Level up. Aber nur fast. Schade. Gut, weil... Warte mal, Lugia brauchen wir jetzt eh nicht so. Wir bräuchten jetzt gleich einfach nur noch Flamara und unser Razzaf für den 8. Arena. Für die 8. Arena, mein Gott, so. So, wenn wir den nämlich besiegt haben, dann können wir nämlich schön... Jetzt über die... Links rüber. Über die... Plattform. Seht ihr ja jetzt gleich. So, da haben wir mal hier einen Flügelschlag. Einen Flügelschlag. Boah, der überlebt einen Flügelschlag. Krass. Ist das effektiv? Nein. Aber zieht ab. Er zieht was ab. Leider, leider. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? So, nochmal Macholo. Okay, Macholo geht schnell. Majolo. So, Flügelschlag. Radaboom, radabing. Dingelingeling. So, nochmal ein Mashok. Gut, da setze ich jetzt diesmal Fliegen ein. Ich hoffe mal, dass er mehr abzieht. Aber ich denke mal schon. So, Fliegen. Let's go, let's go, let's go. Und, Fliegen, bam, boom. Bin ich mal gespannt. Nice. Fliegen zieht mehr ab. Sauber. Ist doch nice. So. Fast 42. Halbes... Ah, noch dreiviertel Level. So, um den Dreh. So, jetzt können wir nämlich hier auf die Plattform gehen. Und können dann von hier aus so gehen, so und fertig. Und sind da. Ersparen uns einen großen Weg. So, ich setze als erstes Aquana ein, weil, glaube ich, Nidoking als erstes kommt. Oder Nidoqueen. Deswegen, probieren wir jetzt einfach mal unser Glück aus. So, letzter Orden hier. Der Erdorden. Das nehmen wir doch gerne mal in Kauf. Okay, Rihorn ist ja eigentlich... Na gut. Aquana eine gute Wahl. Habe ich jetzt nichts Falsches gemacht oder so. Auf 45. Mal gucken, ob wir das One-Hitten. Ja, nice. Sauber, da kommen wir sogar auf Level 42. Boah, wir haben 4 KP gekriegt, ey, krass. Und Dunkelnebel. Nee, den wollen wir nicht erlernen. Den wollen wir nicht erlernen. Diktri. Jo, das Diktri kann Erdbeben und ist fett gefährlich mit seiner Intensität. Gut, es setzt aber Erdbeben ein. Sollte nicht so viel abziehen bei Aquana. Eigentlich nicht. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so viel. So, Diktri müsste down sein nach dem Surfer 100 Pro. Das hält nicht so viel aus. Nice. Ist auch down. Sauber. So, Nidoqueen. So, da könnten wir eigentlich auch wieder bei Aquana bleiben. Da sollten 2 Surfer reichen. Ich weiß ja nicht, was der noch alles drauf hat. Ja, okay. Krass. Ja, gut. Ein Erdbeben. Wir haben alle Erdbeben, weil wir kriegen ja jetzt gleich Erdbeben von denen, wenn wir gewonnen haben. Aber jetzt wird erstmal ein Hypertrank eingesetzt. Es sei denn, wir landen jetzt einen Volltreffer. Das wäre auf jeden Fall nice. Und jetzt hau mal, hau weg, da die Kacke kommt. Hau weg. Na, schade. Dann haut er sich halt noch einen Hypertrank rein. Das ist ja kein Problem. Jetzt setzt er auf jeden Fall keine mehr ein. Vielleicht jetzt ein Volltreffer? Jawohl. Kein Volltreffer, sondern so gebasht gekriegt. Geilo. Oh, Nidoking können wir auch direkt mal drin bleiben. So, das sollte aber eigentlich auch schnell down sein. Ich glaube, das ist schneller down. Also geht jetzt down sofort, denke ich, oder? Ja. Sauber. Da wurde Nidoking besiegt und wir sind schon auf 43 mit Aquana. Lol, Rihorn. So, okay, ich hätte gedacht, der hätte noch seinen Kangama. Hätte der Kangama noch behalten? Oder wenigstens ein Rizoros jetzt auf 55 oder so. Nice. Haben wir jetzt wohl den 8. Orden. Das ist doch supi.
Ist ganz schön schnell ja, gelaufen, würde ich sagen. So, 5000 Poké-Dollar gibt das auch. Wenn alle meine Pokémon mir gehorchen, egal welches Level und zum Tauschen und zum Bla. Und wir haben TM26 ist Erdbeben. Eine starke Attacke. So, ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Wir sind das Team Rocket auf. Tschüss. So, jetzt ist er wieder weg. Und jetzt kann er wieder weinen, der Opa vor der Tür, warum der wieder weg ist. Aber der Gary war auch hier, ne? Markus. Ah ja, er hieß ja Markus. Jetzt ist er wieder weg. Ne, der ist schon wieder weg, Freundinnen. Der ist schon wieder weg, schon lange. So, dann gehen wir mal gucken. Nochmal heilen, dann nochmal ein paar VMs ausrüsten. Ach, TMs ausrüsten, würde ich sagen. So, nochmal aufladen, jawohl. So muss das, Freunde, so muss das. So, der Surfer. Holen wir mal eben hier das Item. Los, Aquana, surf. Ach, hier ist ja nur ein Typ. Ach, Traumfräser kriegen wir hier. Ne, wir haben keine Hypnose. Das ist nicht so geil. Deswegen, ich gucke jetzt mal nach VMs. Und Gedankengut haben wir noch. Toxin. Erdbeben. Könnten wir... Ja, ich würde sagen Aerodactyl. Aerodactyl hat noch nicht so eine starke Attacke und Razaf hat ja schon Kreuzhieb. Dann könnten wir rein theoretisch hierfür wirklich den Biss wegmachen. Also den brauchen wir hier jetzt wirklich nicht mehr. So, fettes Erdbeben am Start. Dann hole ich noch, ich glaube, ich werde noch mal eben, okay, was heißt mal eben? Ich hoffe, ich schaffe das noch in dem Part. Ich wollte noch mal eben Donnerblitz holen für Elektroball. Ja, einfach viel besser, ne? Wenn wir jetzt gleich, oder später eher gesagt, im Dingens sind, gegen Gary da kämpfen müssen. Eher gesagt, der Paul, der kämpft ja dagegen. So, ich habe jetzt keinen Bock auf Pokémon, weil sonst schaffen wir das nicht mehr. Ich denke mal, wir schaffen das auch so nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall die Dings hier überspringen. Oder kann ich die Trainer überspringen? Ja, ne, kann ich. Gut. Der hat nur einen Schlurp, aber trotzdem, ich will ihn mal eben nur schnell rein, um Donnerblitz zu finden. Oh, Donnerblitz war ich irgendwo weiter hinten. Hier war das nämlich, glaube ich. Entweder hier. Schutzschild. Und das war ein Elektroball, glaube ich. Oder? Ne, Elixier. Boah, das war hier auch in so einer großen Leiste. Das weiß ich noch. Hier ist 100 Pro Donnerblitz irgendwo. Ah, Schutz geht nicht mehr. Schneller. Ich muss Donnerblitz finden. Donnerblitz war hier 100 Pro. 100 Pro war hier Donnerblitz. War hier da noch was? Da, hier irgendwo? Hier war Donnerblitz, oder? Ist das Donnerblitz? Donner finden wir, noch geiler. Geilo. Cool, aber Donnerblitz wäre jetzt auch noch geil gewesen, auf jeden Fall. Donner, Donner, Donner. So, zack. Wenn wir Donnerblitz finden, erlerne ich auch natürlich noch Donnerblitz, ne? Das ist ja klar. So, mache ich für Walzer weg. Brauchen wir nicht mehr. Weg damit. So, Donnerblitz gibt es jetzt nämlich, glaube ich, gar nicht mehr hier. Aber warte mal, ich guck mal, ob ich einen Fluchtseil habe. Fluchtseil, Fluchtseil, Fluchtseil. Ja, wir haben noch 8 Stück. Geil. Erstmal raus hier wieder. Nur mal eben das Item geholt, dann wieder weg. Und dann fliege ich nochmal eben hier lang. Wieder nach Eternia City. So, aber eben noch ein bisschen aufgerüstet, was geht. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das für die heutige Folge Pokémon. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Tschüss!